Nach der Festnahme der als RAF-Terroristin gesuchten Daniela Klette hat die Polizei in deren Berliner Mietshaus Waffen und Munition gefunden. Kriminaltechniker brachten nach Polizeiangaben mindestens eine Handgranate aus dem Gebäude im Stadtteil Kreuzberg und machten sie unschädlich. Nach Informationen des Berliner Tagesspiegel wurden bei der Durchsuchung von Klettes Wohnung am Montag zudem zwei Magazine für eine Pistole sowie Munition gefunden. Das Mietshaus, in dem die frühere RAF-Terroristin Klette wohnte, wurde am Mittwoch wegen einer möglichen Gefahr geräumt. Alle Bewohner mussten das Haus vorübergehend verlassen. Die Berliner Polizei sprach von einem sprengstoffverdächtigen Gegenstand. Klette war am Montagabend festgenommen worden und kam in Untersuchungshaft. Ein weiterer zunächst Verdächtiger wurde wieder freigelassen.